Und es geht weiter mit dem nächsten Rennen, mit dem Totenkopfpass, wenn ich das richtig gelesen habe. Und wir versuchen uns nochmal an dem Turbostart und das funktioniert nicht. Welch Wunder. Ah, hey. An dieses Upgrade komme ich nicht, das habe ich vorhin auch schon zweimal gesagt. Ich schaffe es einfach nicht, da dran zu kommen. Wieso? Ah, ich hätte den Speedboost viel besser gebrauchen können. Ich hätte den... Ja, komm. Was ist das für ein Assi-Fahrer? Und was macht Gregi die ganze Zeit? Das Spiel leckt total ab. Ja! Das war knapp. Dafür ist ein Power Slide gut, Leute. Wenn ihr das Spiel spielt, müsst ihr unbedingt auch auf eure Reflexe achten und gucken, dass ihr auch hin und wieder den Power Slide benutzt. Was ich bei mir nur etwas scheiße finde, ich kann den Power Slide nur mit nur nach rechts benutzen. Nach links geht die Scheiße bei mir einfach nicht. Der macht da einfach nicht mehr mit. Der blockiert einfach, der setzt den Befehl einfach nicht um. Ah. Und Warp, ab nach vorne. Lego Race, das ist so ein tolles Spiel. Ich habe zwar schon ein paar Mal gesagt, aber... Für alle, die es noch von damals kennen, werden mir zustimmen. Das Spiel ist einfach so lustig in seiner Weise. Kann aber einen auch ziemlich aufregen. Weil man, wenn man das Spiel zum Beispiel blind spielt, überhaupt nicht versteht, warum die so weit nach vorne kommen. Weil das ist manchmal einfach nur krank, abartig krank. Kaum vorstellbar, dass ein Panzer so durchfahren kann. Eine Sonde zum Nerven. Und auch wir haben weit und auch genau, wir haben weitere 30 Punkte bekommen. Wir sind im Ziel. Ach je. Das nervt. Fraps sucks. Ich werde es jedes Mal sagen, wenn es wieder nicht funktioniert. So. Wir sind jetzt übrigens bei Part 4, was ihr bestimmt auch schon wisst. Ich muss mich da selbst ein bisschen auf den Laufenden halten. Weil ich fahre den Scheiße jetzt schon zum dritten Mal. Zum dritten verdammten Mal. Und ich hasse diese Kollisionsabfragen. Komm, ich brauche was zum Abschießen. Und ich treffe nicht. Natürlich nicht. Warum soll ich noch treffen? Treffen ist aus heute. Ja! Der benutzt den Warp. Ey, Leute. Es kann gerade nicht angehen, was hier angeht. Abgeht. Abgeht. Regi. Das gehört mir. Boah, du scheiß Type. Der schnappt mir echt noch jeden Scheiß weg. Und hier unten ist nichts. Ich brauche den Boost, sonst komme ich nicht an Basil dran. Ah, Spiel regt mich nicht auf. Und es regt mich auf. Wie wunderbärtig. Egal, wir sind noch in der zweiten Runde. Es ist noch genügend Zeit und Platz. Da vorne ist auch, in Anführungszeichen, schon Basil. Ah, und ich glaube, ihr merkt richtig, wie ich gerade keine Lust habe, irgendwas zu sagen. Egal, jetzt ist die dritte Runde und jetzt muss ich noch an den dran kommen. Bitte, bitte, bitte. So, einmal das. Der benutzt die Items natürlich nicht. Auch was für eine Sau. Egal, wir kommen jetzt an den dran. Haben noch ein Upgrade-Steinchen. Ja, ich mag es. Na toll. Das kann ich mir jetzt auch in der Pfeife rauchen. Außer ich schaffe es jetzt noch zu warpen. Nein, warum? Warum spackt das Spiel so ab? Den kriege ich nicht mehr.
Außer der fährt das gegen diese Steine oder gegen den Pfau vielleicht. Nein, stattdessen fahre ich gegen den Stein. Pharao ist langweilig. Oh, und jetzt kommst du da auch noch hin. Egal. Egal. Noch sind wir ja vor Basil. Und wir können es uns nicht mehr leisten, hinter Basil zu sein. So, das ist jetzt die letzte Strecke für diesen Part. Ich habe keinen Bock drauf und ich hoffe, dass es diesmal funktioniert mit dem Part. Und ich habe endlich ein... Nein! Ein Turbostatum bekommen, der mir in diesem Fall nichts gebracht hat. Ich habe dir den Boost geklaut. Ja, das hast du, in der Tat. Ich klaue dir deine Platzierung, wenn du nichts dagegen hast. Mist, da hätte ich reinfahren können. Aha. War doch vor. Na. Wir fliegen nach vorn. Das war nicht gut. Egal. Eins, zwei. Wieso kriege ich das Item nicht? Sag ich schon eher Item als Upgrade. Egal. So, ab nach vorn. Ich habe keinen Bock auf dieses Lumpenpack. Jetzt brauchen wir den Schild, um uns vor diesem wunderbaren UFO zu schützen. Sonst saugt es uns zurück. Darauf habe ich keine Lust. Aber dieses Rennen werden wir anscheinend gewinnen, ohne Probleme. Wie der abgeht. Juhu. Keks Mutterschiff. Nein. Wir schießen einfach mal da durch. So, Leute. Und das war's jetzt mit Part 4. Ich schaue schnell mal nach, ob die Aufnahme was geworden ist. Wenn nicht, reiße ich dem Computer, Gregi, mir selbst, was weiß ich was, den Kopf ab. Nicht das Bein. Das Bein hat unser toller Fahrer schon verloren. Bäh. Wir stehen auf der Plastik 1. Mit dem Pokal. Zum dritten verfickten Mal. Und ihr habt jetzt leider nicht die Sequenz gesehen, in der wir den Autobausatz bekommen haben. Egal. Ihr könnt euch ja denken, wie es aussieht. Wir haben den Autobausatz von Basil the Bedlord gewonnen und müssten jetzt eigentlich, ich zeig's euch nochmal kurz, gegen den Pseudo-Indiana Jones fahren. Und da geht's auch das nächste Mal weiter. Tschö, Leute.